Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten kleinen Fußballtalk. Heute geht es um die Nationalmannschaft bzw. um ja, das verkorkste Fußballjahr Deutschlands in 2018. Es gibt nicht nur in der Bundesliga einige Überraschungen bzw. Problematiken, nein, auch im internationalen Bereich bzw. bei den Länderspielen gibt es immer wieder Sachen, die einfach angesprochen werden müssen und genau das möchte ich heute in diesem Video mal tun und meine Meinung dazu äußern. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne eure Meinung ausführlich in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ich da so zu lesen bekomme. Wenn ich Zeit habe, werde ich darauf antworten. Ich tue mein Bestes. Das Video wird heute Abend irgendwann noch online gehen. Ich habe es jetzt wieder eine längere Zeit nicht geschafft hochzuladen. Es geht zeitlich einfach nicht momentan. Ich schaffe es zeitlich nicht aufgrund der Arbeit. Tut mir leid, aber ich denke mal, das habe ich mittlerweile oft genug gesagt. Ihr werdet das verstehen. So, in der Bundesliga haben wir ja da und dort mal ein paar Problematiken. Bayern spielt unterirdisch, Dortmund zerreißt die Liga, Leverkusen und Schalke sind auch irgendwie im Formtief. Zweite Liga ist immer so ein Auf und Ab zwischen Hamburg und Köln. Es ist allerdings so, dass sich die Spieler meistens trotzdem irgendwie in die Nationalmannschaft mogeln, zumindest die Bayern-Spieler. Jerome Boateng wurde jetzt schon mal rausgelassen, das ist ein Anfang. Allerdings andere Kandidaten sind immer noch dabei und einige fehlen auch in meinen Augen aus unverständlichen Gründen in der Startelf bzw. im Top-Aufgebot der Nationalmannschaft, das man normalerweise ranschicken müsste in so einem Spiel gegen Holland. Auch wenn es ja nicht mehr wichtig war, weil wir sowieso aus der Nations League abgestiegen sind, sollte man da trotzdem normalerweise pushen. Eigentlich auch was, was Deutschland niemals verkacken würde. Ja, also ich meine, Gruppe mit Holland und Frankreich ist nicht gerade schlecht, aber Holland ist jetzt die letzten Jahre jetzt nicht so stark gewesen. Nicht mal bei der WM, also normalerweise nichts, wo wir uns irgendwie schwer tun würden, aber haben wir getan. Und nichtsdestotrotz ja, spielt nicht mal die beste Elf, um irgendwie noch einen halbwegs versöhnlichen Abschluss des Fußballjahres 2018 zu finden. Das war nichts. Das war wirklich gar nichts. Natürlich hatten wir einen nominell sehr schwerwiegenden Abgang, den ich persönlich nicht schwerwiegend finde, und zwar Mesut Özil, einer der überbewertetsten Fußballer aller Zeiten in meinen Augen. Aber gut, meine persönliche Meinung kann jeder so sehen, wie er möchte. Nichtsdestotrotz ist das kein Grund, warum Deutschland plötzlich nicht mehr erfolgreich ist. Das liegt am System, das liegt am Trainer und das liegt vor allem an den Personalien. Die sind satt. Die sind satt. Ein Hummels ist satt. Ein Boateng ist satt. Von mir aus, ja, Reus vielleicht nicht, aber Neuer ist satt. Das sind alles Spieler, die mittlerweile einfach nicht mal mehr für Deutschland auflaufen sollten. Thomas Müller möchte ich nicht von Anfang. Ich mag Thomas Müller echt gerne. Einer meiner Lieblingsspieler wird er immer sein, aber der ist satt. Der muss nicht mehr in der Nationalmannschaft ran. Da gibt es so viele junge, hungrige Wilde, die auch vor allem Qualität mitbringen, die wir brauchen, die das besser machen würden. Mittlerweile zumindest, wie ich es sehe. Man muss dazu sagen, dass sowohl Müller als auch Hummels, als auch Boateng, als auch Neuer, sind nur Bayern-Spieler. Das ist kein Zufall. Das liegt daran, dass die auch bei Bayern mittlerweile schlecht spielen. Könnte auch daran liegen, dass sie satt sind. Aber das sind alle super Spieler, verstehe mich nicht falsch. Die sind alle immer noch auf dem Top-Niveau, die sind alle noch in dem zumindest nah an Weltklasse-Niveau dran, gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz schaffen sie es einfach nicht mehr, das auf den Platz zu bringen. Klar, an ihrem Tag kriegen sie es vielleicht hin. Das ist bei einem Robben und Ribéry vielleicht auch so, um wieder zurück zu Bayern zu gehen, aber nicht meistens. Und das ist eben das, was wir brauchen. Wir brauchen Spieler, die immer überzeugen. Und das sind die leider Gottes einfach nicht mehr. Und da haben wir ein großes Problem, weil da haben wir eine Lücke. Wir haben diese Bayern-Spieler, die Weltklasse sind, auf dem Weltklasse-Niveau sich bewegen, aber danach kommt niveautechnisch eine ganze Ecke, zumindest was Weltklasse angeht, nichts. Ja, wir gucken uns mal das Ganze an. Klar, in der Innenverteidigung gute Spieler. Wir haben einen Rüdiger, wir haben einen Tah, wir haben einen Ginter. Das sind alles super Spieler. Mustafi ist auch nicht schlecht. Aber sind die Weltklasse? Nein. Auf außen haben wir, okay, zugegebenermaßen Kimmich, der ist Weltklasse, aber danach kommt auch wieder leistungstechnisch nicht so viel. Linke Seite möchte ich gar nicht von Anfang. Klar ist Plattenhardt kein schlecht, aber ist der Weltklasse? Nein. Und da haben wir eben die Problematik. Ja, also wenn man sich mal den Weltmeister, einfach weil es so schön ist, der Vergleich, den Weltmeister anguckt, Varane und Umtiti, die können auch Ewigkeiten spielen, die sind Weltklasse. Dahinter wartet ein Laporte, der sich bei City unglaublich gut entwickelt. Das Rami ist dazu noch da, gut, der ist mittlerweile ein bisschen älter, Presnel Kimpembe ist auch da, also da ist zumindest nah an der Weltklasse das Niveau auch dran, die spielen auch bei Weltklasse-Vereinen wie PSG, wie City, wie Real, ich denke, oder Barcelona, ich denke, das ist relativ klar, was ich sagen will. Außenverteidiger-Position sage ich gar nichts, da ist Frankreich nicht so stark, ja, Pavard, gut, aber der wird von so einem Team mitgezogen, Außenverteidiger sind sowieso nicht so wichtig, dass sie Weltklasse sind, Mondi auf der anderen Seite ist Weltklasse in meinen Augen, ja. Die haben da keine Probleme. Im Mittelfeld, wenn man da mal bei Deutschland guckt, klar, Özil, okay, auf der 6 Kroos, ja, aber auch der ist satt. Der, ich mag Kroos total gern, aber auch der wirkt satt. Wen hat Frankreich da? Pogba, Kanté, Matuidi, selbst wenn die ein bisschen teilweise älter sind, Payet, Fekir und so weiter, Rabiot, das sind alle Spieler, die eben noch nicht satt sind. Ich wurde unterbrochen, deswegen muss ich das jetzt schneiden. Nervt mich ein bisschen, aber ist okay. Die sind noch nicht satt, die wollen noch weitermachen. Und das ist der Vorteil, den die haben. Im
Vom Sturm, von der Offensive brauche ich gar nicht reden. Klar haben wir einen Reus. Ja. Wir haben auch einen Sané. Ja. Aber danach hört es mit der wirklichen Weltklasse auch schon. Die sind alle super, gar keine Frage, aber die sind nicht auf dem Level von einem Griezmann, nicht mal von einem Benzema, auch nicht von einem Dembélé. Da kommen wir einfach nicht ran, Martial und so weiter und so fort. Gut, Martial vielleicht schon, Dembélé vielleicht auch, aber alleine Griezmann. Ja, alleine Griezmann vorne drin. Alleine Benzema. Das sind Spieler, das Niveau haben wir leider Gottes nicht. Wenn man zu Spanien guckt, ist es genauso dramatisch. Weil Piqué und Piqué und Ramos beispielsweise sind vielleicht satt, aber die zeigen es nicht. Die bringen immer noch die Leistung. Rechts Carvajal, links Jordi Alba, die besten Außenverteidiger der Welt. Können wir nicht mithalten. Und das ist die große Problematik. Dazu der Trainer. Dass der solche Spieler wie Müller und Boateng und Hummels und so weiter immer noch nominiert und spielen lässt, klar. Dass der Ter Stegen nicht ins Tor stellt als Nummer 1 und endlich mal klar proklamiert, dass der beste deutsche Torwart die Nummer 1 ist, nur weil neuer Weltmeister geworden ist. Ja, lächerlich. Aber vor allem das System, was er spielt, das funktioniert nicht. Er kann seine Mannschaft auch nicht mehr motivieren. Wir führen gegen Holland. In der ersten Halbzeit spielen wir klasse. Wir führen 2-0 durch Tore von Werner und Sané. Wichtige Tore, gute Tore. Wir verlieren trotzdem das Ganze außer Hand. Wir geben das noch ab, die Kontrolle komplett. Das ist so lächerlich. Wir spielen noch 2-2, komplett unnötig. Komplett unnötig. Weil Quincy Promes im 16er nicht richtig angegangen wird, nachdem wir den da den Ball 100 Mal wegnehmen müssen. Und weil dann auch keiner bei der Flanke bei Van Dijk steht, der normalerweise niemals diesen Ball so ins Tor schmeißen darf, komplett frei steht. Das ist, Neuer hätte den von Promes übrigens vor ein paar Jahren noch gehalten. Ter Stegen hätte den vielleicht gehabt. Ich will Neuer auch gar nicht zu sehr kritisieren, ist immer noch ein klasse Torwart, aber versteht ihr, was ich meine? Dieses, wir bauen auf die Vergangenheit, funktioniert im Fußball nicht. Sieht man bei Bayern, sieht man bei Deutschland, sieht man bei ganz vielen anderen Nationen. Bei Spanien hat es auch nicht geklappt. Die sind auch rausgeflogen bei WM sang- und klanglos. Funktioniert nicht. Italien hat auch nicht funktioniert. Ja, und das muss aus den Köpfen raus. Es ist kein ansatzweise versöhnlicher Abschluss. Ein 2-2 gegen Holland werden gewinnen müssen. Ein versöhnlicher Abschluss ist, dass endlich mal die jungen Wilden rankommen, dass Gnabry rankommt, Werner rankommt, Sané rankommt. Anders entwickeln die sich im Nationalteam auch nicht. Wir haben eine Lücke zwischen Weltklasse-Spielern und guten bis sehr guten Spielern, die aber noch nicht an der Weltklasse dran sind. Auch ein Goretzka könnte das werden, aber ist er noch nicht. Solche Leute, wisst ihr? Wir haben halt einfach in der Altersklasse nicht die Weltklasse, wie andere Vereine oder andere Länder sie haben. Frankreich, Spanien, ja, das sind eigentlich die, mit denen wir uns messen müssen. Ja. England ist immer so ein bisschen relativ, bei denen kann man sich nicht sicher sein. Belgien, wir haben die Weltklasse nicht und da müssen wir wieder hinkommen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Für mich persönlich geht es nur über einen Trainerwechsel. Es ist an der Zeit, es hätte passieren müssen im Sommer. Er wollte einen Umbruch, er hat es nicht geschafft, er hat es auch nicht versucht in meinen Augen, er hat es nicht gemacht, deswegen muss sich da was ändern. Und ja, wir müssen endlich aus diesem Vintage-Touch raus. Ja, wir waren Weltmeister, aber es ist 4 Jahre her, es bringt uns nichts mehr. 4,5. Naja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut und rein. Und ciao.